Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Pack. So, ich habe mir jetzt mal genau angeschaut, wie das jetzt abläuft mit der Salination Plant oder auch Soda Evaporation Plant. So, also, wir brauchen wie gesagt zwei Valves, einen Controller, dann brauchen wir eine 4x4 Fläche, das ist der Grundboden und dann Hohlringe. Und wir brauchen dann Advanced Solar Generator. Ich würde sagen, die machen wir zuerst. So, da haben wir schon den Advanced Solar Generator. Von denen brauchen wir 4 Stück, also 16 Solar Generator. Ach du Heilige. Okay, das kriegen wir hin. Können wir das schaffen? Ja, vielleicht. Okay, zuerst einmal wieder was Müll entsorgen. Das brauche ich gerade alles nicht. In der Kiosk auch nicht. Brauche ich noch irgendwas hier raus? Wieso ist hier noch das Gedönse drin? Das können wir eigentlich auch gebrauchen. Ansonsten eher so meh. Zinn kommt dahin. Stahl habe ich jetzt noch mal ein klein wenig was vorbereitet. Okay, wir brauchen auf jeden Fall 3 pro 1, 2, 3. Also, das waren 3 Osmium pro Teil, also pro 9. Nein, ach du heilige Scheiße, das wird ein bisschen ins Osmium gehen. Haben wir dafür jetzt noch Glas gebraucht? Glas Panes, die haben wir ja glücklicherweise noch. So, ich habe mir da schon mal so ein paar Gedanken gemacht, wie ich das Ganze aufbauen werde. Hier hatte ich Glaspanzer, das wird aber glaube ich nicht reichen. Aber Kupfer nehme ich gleich mal mit, das kann ich auch schon mal gleich da reinrotzen. Brauche ich hiervon noch etwas? Sieht nicht danach aus, wenn ich mich nicht täusche. Stahl kann man eigentlich auch nochmal so mitnehmen. Hier noch was drin. Gut, dann gehen wir direkt weiter. Holen uns das ganze Gedönse mal hier raus, wobei die brauche ich eigentlich gerade nicht. Und von denen hier von meinem Mitschleu werde ich noch was herstellen müssen. Habe ich die Teile nicht hier rüber geholt? Die hole ich jetzt mal hier rüber. Eins, zwei. Gut, also, was brauche ich denn jetzt nochmal alles? Ich habe es ja irgendwie teilweise gedacht, schon wieder was verpeilt. Okay. Wir brauchen jetzt erst einmal, habe ich jetzt hier die Impuls-Item-Ducks. Jo. Da sollte sich ja nichts verbinden. Zack. Okay, die Kohle kommt hier rein. Lab ist hier wieder. Und es wird's dann. Okay. Ich muss nochmal nachschauen. Okay, zwei Redstone und da die Glaspanes. Hab mir gedacht, dass das nicht reichen wird. Komm, das Kopf kann man eigentlich schon mal dazu tun, so lange. Habe ich jetzt hier noch was drin? Hier ist Enriched Iron. Wir brauchen aber die hier, das ist okay. Dann gönne ich mir nochmal ein Stack. So, ja, das lassen wir mal kurz durchrattern. Dann nehmen wir die schon mal mit. So ein Stack Redstone. 11 Stück haben wir schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Dann brauchen wir von denen noch. Da brauchen wir 16 St Stück. Da fehlt es aber noch ein bisschen Western. So. Die Teile. Boah.
Die lassen sich ja stecken, verdammt. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12. Da fehlen jetzt noch 4. Also 7 davon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, das setten wir. Dann kann das Gold eigentlich schon wieder weg. So. Ich brauche Osmium Dust. Na, warte mal. Mach ich das ganz einfach, wir haben hier einen Crusher. Dann mache ich jetzt hier einmal kurz Auto-Eject aus und dann crush mal bitte. Okay. Wieso? Oh, ich hab's glaube ich gerade verkackt bei der Musik, merke ich gerade. Jawohl, das klappt. Das wäre halt so zwischendurch auch gefallen. Okay. Glas bräuchten wir auch noch. Hab ich hier noch. Ja, hier habe ich noch Glas. Vielleicht können wir die dann ja schon mal fertig machen. Die Teile. So. Was kriegen wir jetzt schon an Teilen fertig? Das ist auf jeden Fall schon. 7 würden wir hinkriegen und Alter, das ist gerade mal die Hälfte. Okay, dann mache ich den nochmal was fertig. Wie viel ist da noch drin? Da sind 360 drin. 360 minus 4. Ne, 64 minus 36 sind 4. Ach komm, scheiße. Drauf geschissen. Ich hatte gerade heute schon genug Batte. Ach ja. Das grauenvolle Leben eines Dorsch. So. Dann kommt da noch Eisen hin. Boah, ich wollte sowas von Zeit, dass wir das fertig kriegen. So, da wir aber 16 noch brauchen, können wir eigentlich das hier schon wieder einschmelzen. Und hier machen wir wieder Auto-Eject an. 1, 2, 3, 4. Weißt du was? Ich habe hier ja noch so eine volle Goldchest. Die knüppel ich nochmal hier hin und all das, was fertig ist, oder ich noch benötigt wird, hau ich noch da mal rein. So, das und das. Okay. Da. Dann. Die kommen dann hier wieder rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir brauchen noch 9. Okay, die kann ich eigentlich auch mal kurz reinrotzen. Okay. Dann von denen wieder. Kriegen wir 6 Stück. Ich würde hoffen, dass sich diese Materialschlacht auch wieder mal auslohnt. Da hat jetzt das hier noch gefehlt, oder? Alles auch, glaube ich. Ein Redstone ist alle. Hallo? Ah, jetzt fehlt mir das Osmium. Na. Das ist. Hier. Kriegen wir nochmal sowas fertig. Ja, ich weiß, du kannst das wieder nicht hinlegen. 3 kriegen wir fertig. Was war das? Das war hier in Witch Deloy. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 minus 2 sind 16, brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das haben wir. Okay, gut. Nee. Da, dam, 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 dam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, die Advanced-Teile können wir dann jetzt craften. Okay, das war, meine ich, so. Hier unten Eisen und dann einfach nur hier 4. Jawohl, 1. Zwei, die lassen sich natürlich auch nicht stecken. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. 3 und die letzten 3 kommen auch nochmal raus. Und dann jetzt 1 und 2 und 3 und 4 und voilà. Die Teile haben wir auch schon mal fertig. So, 4 Advanced Solar Generator, dann klappt es schon mal mit dem Nachbarn. Gut. Das hat jetzt auch nur mal schnell 11 Minuten gekostet. Solar Evaporation. Da brauchen wir jetzt die Blöcke. Das sind Dynamic Tanks mit Kupfer außenrum. Gut. Da mache ich jetzt schon mal jede Menge Eimer, weil die werden wir brauchen. Genau wie das Stahl hier. Ich will zuallererst hier den Stahlrotz wegkriegen. Also 4x4 ist 16, da werden wir... Also für den Boden alleine brauchen wir 16 Blöcke. Und dann brauchen wir jeweils 12 pro Ring. Ein Ring. Zwei Ringe. Und ich würde sagen... 4, 8, 12... Nee. Und dann brauchen wir nochmal 8 für einen. Das sind jetzt erstmal, sind zwei Layers müssten das sein. Und jetzt erstmal schön was Kupfer rausrotzen. Alter, so viel Material habe ich lange nicht mehr rausgeschmissen. Ich glaube, wir sind demnächst durch für so eine Arbeit, so eine kleine... Ich weiß nicht aus. Stahl haue ich dann mal hier rein. So. Dann sollten wir das jetzt eigentlich schon mal haben. Dann könnten wir jetzt anfangen mit der Solar Evaporation Plant. Okay. Die Pressurized Fluid Con... Oder kann man da eigentlich... Fluid? Wie viel kosten da die Ender? Jo, Vibrant Alloy. Habe ich noch ein Vibrant Alloy? Wenn ja, würde ich dafür die nehmen. Vibrant Alloy! Nuggets. Schade. Ja gut, dann... Oder es gibt doch die Flux... Super Laminar Reduct. Limit in this transfer rate when pressurized. Fluids, extraction. Sollen wir uns die mal schnell machen? Mann, so teuer sehen die nicht aus. Komm, die machen wir uns dafür. Warte mal, Bronze hätte ich dann auch schon gleich mitnehmen können. Ah, habe ich noch zwei, dann nehme ich einfach, mach ich mal ein neues Bronze. Was war das hier noch? War das... Das war Hardened Glass. Da hatte ich ja noch was vorbereitet von. Aber nicht hier, nein. Wo habe ich das hingekrapscht? Hallo, Hardened Glass, komm in meine Taschen. Alter, wo habe ich das hingepackt? Oder habe ich das schon... Nö.
Dann machen wir das ganz einfach. Hol schon gerade ein bisschen Lead. Oder Lead. Na 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 na. Gut. Dann bräuchte ich noch zwei Ender Tanks, weil ich habe mir überlegt, einen Tesseract dafür zu vergeuden, ist Schwachsinn. Ender. Gut, 4 Blazers, ein Cauldron, eine Wolle und eine Enderperle. Und die 2 Obsidian natürlich. So. 2 davon. Wolle. Das. Hier kann man das Handgläser mitnehmen. Gut, und dann, was war das jetzt noch? Obsidian und ein Cauldron. 1, 2. Aber das verpasse ich irgendwann mal wieder. Wir müssen irgendwie nochmal einen Schnappnehmer dafür kriegen. Okay. Was mache ich jetzt hier? Ich wollte das zur Wolle machen. Ein noch. Okay. Und wir haben die beiden Cauldrons. Einmal. Hab ich nur. Ich hab wirklich nur zwei. Und dann nochmal laufen, weil Dosh es wieder verpeilt hat. Wie sieht das jemand? Ja, der ist auch voll. Der geht noch. So. Zwei formschöne Endertanks. Die kann man stacken. Okay, Fluid Duct. Dann machen wir jetzt mal hier dieses Super Lumina. Einen davon. Dann 1 und 2. 1, 2, 3. 1 für das Bronze. Ach ja, das gute alte Forest-Rezept. Und dann das Hardened Glass. So. Das sollte dann. Obwohl, ich mach mal vorsichtshalber noch ein zweites. 1, 2, 3. 1. Na, das wollte ich. So. Dann bräuchte ich natürlich auch noch ein Servo dann dafür. So. Das Brino lasse ich dann da reinflößen. Ja, das kann ich eigentlich nur noch abreißen dann. Ja. Ich lasse das erstmal stehen. Okay. Gut, ich gehe mal gerade durch, ob ich alles hab. Gut. Ich nehme aber noch einen zweiten Eimer mit. Die fülle ich am besten dann auch schon gleich auf mit Water. There's something in the water. Ja, wo das herkommt. Ach, schon nochmal Sabra hier. Ja, dann mache ich das darüber. ja, ich brauche noch irgendwie ein. Was ist das? Ein Chunk lädt. Momentan müssen wir eigentlich nur das und. Ich mache einfach gerade einen zweiten Chunk-Loader drauf geschissen. Der muss ja nicht so groß sein. Den lasse ich dann auf ein, zwei Chunks, das reicht. Die Dias habe ich noch da hinten. Kann ich auch gleich ein Buch mitnehmen und die Enderperle. Zwei. Ich habe gerade nur noch zwei Dias, okay. Muss ich die anderen mal verarbeiten. Ich hatte doch letztens noch so viele Bücher mitgenommen. Wo sind die? Nein. Wo sind die hin?
Ah, da. Ja, hab da gedacht, ich hätte wohl wieder nichts vorbereitet. Ne? Hätte es da wohl gerne. Ich bin auch mal vorbereitet hier, auch wenn man es mir nicht glaubt. Gut. Was mache ich jetzt hier? Der Minecraft-Profi. So, und... voila. So, und jetzt müssen wir zum Crazy. Dafür erlaube ich mir einmal, weil das jetzt nicht noch großartig hier rum... Warte mal. Wisst ihr was? Das ist allerdings noch gar nichts, weil die Folge ist nämlich vorbei und das mache ich dann in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.